Alle Spiele der Regionalliga West. Live und on demand auf Sport Total. So, und jetzt erstmal der Blick auf Fasihola Bibi, weil der eröffnet das Spiel. Diesen letzten Spieltag, die letzten 90 Minuten Viertklassigkeit für Preußen Münster. Du musst dich natürlich darauf einstellen, dass du nächste Saison nicht jedes Spiel gewinnen wirst. Ne? Und auch mal weniger Ballbesitz hast. Das ist immer interessant. Oh, jetzt vielleicht. Oh, Wehkamp. Oh, Wehkamp. Oh. Für den geht's heute noch um richtig was. Gerrit Wehkamp, der möchte Torschützenkönig werden der Regionalliga West. Steht bei 21 Treffern und macht da fast Tor Nummer 22. Eigentlich eine gute Schussgelegenheit, relativ zentral, zieht ihn knapp rechts drüber. Das Grote, ich meine, der hat vorher schon in der Liga gespielt auch, das ein oder andere Mal. Aber trotzdem kann man auf jeden Fall nicht hoch genug hängen. Und nächste Flanke, die ist jetzt die, zum Glück, 1-0 Preußen Münster, Gerrit Wehkamp. Tor Nummer 22. Tor Nummer 22, er legt vor im Kampf um die Torjägerkanone. Tor durch Flanke, wer hätte das gedacht? Und die Emotionen auch von den Teamkameraden, alle umarmen ihn, freuen sich für ihn, dass er jetzt hier den Treffer Nummer 22 macht und dann ist das einfach auch brutal stark. Die Flanke genauso, wie sie kommen muss. Und dann schau dir das mal an. Das ist ein Mismatch. Der ist einfach größer, sprungkräftiger. Gucken wir mal, was die zweite macht. Da auf das Matchup Remberg viel vielleicht achten. So. Und es wird gefährlich und es steht 2-0 Preußen Münster. Remberg. Und es ist der Abschiedstreffer von Nikolai Remberg. Die Preußen haben richtig Bock bei diesem Meisterschaftsspiel. Ja, aber tut mir leid, also jeder, der es mit Aalen hält, also so kannst du nicht verteidigen. Ne? Da ist jetzt die gefühlt 150. Flanke in der 25. Minute. Und fast alle werden sie gefährlich. Ja, auch ein Scherder, ne? Also der ist ja nicht gestern erst Profi geworden. Dass A, deren Stürmer sich die Torjägerkrone holen soll und zweitens wollen wir hier vielleicht noch zwei, drei nachlegen. Von daher muss Aalen da echt gewappnet sein. So, und da kommt jetzt vielleicht einer, der nachgelegt wird. Wehkamp, Ball geht irgendwie durch, 3-0 Preußen Münster. Yassin Buchrama. Und ja, auch das wieder so ein Ding. Kann Aalen ab irgendeinem Punkt vielleicht dann doch auch verteidigen. Also es wird gestochert, rumgepingpongt der Ball im Strafraum. Sehen wir jetzt nochmal da. Da rutscht Wehkamp weg so. Und dann anstatt den Ball irgendwie wegzuschlagen, ist Schlüsselburg einfach ein bisschen zu langsam in den Gedanken. Und dann ist das klug, schauen wir da, von Remberg, der die ganze Zeit den Ball nicht aus den Augen verliert. Und Schlüsselburg lädt ein. Das ist schon ein beeindruckendes Spektakel, was sich da auf den Rängen abspielt. Das gesamte Team kommt und Dennis Daube zum Karriereende darf er noch mal drauf. Sind das geile Bilder. Das komplette Team steht da bei der Einwechslung. Remberg, auch da wird geherzt. Die Ausstiegst-T-Shirts wieder draußen. Stadion zu verabschieden, also ist eine mega Geste vom Trainer. Also kann man als Spieler gar nicht hoch genug werten. Hahn und Grabowski. Er spielt sich gut durch, den kriegt weder Grote noch Buchrama. Und das war's! Münster gewinnt seinen letzten Auftritt in der Regionalliga West mit 3-0 im
Nachbarschaftsduell gegen Rot-Weiß Aalen. Gerrit Wickamp am Ende knapp mit einem Tor hinter Serzemi Güler. Nicht Torschützenkönig, aber ich glaube, das wird er verkraften können. Mit noch ein paar emotionalen Worten und jetzt ist es soweit. Meister der Regionalliga West 2022-23 ist Preußen Münster. Die Schale im Himmel, die Adler im Himmel. Und das sind Bilder, die kann man eigentlich stehen lassen. Alex Langnitz darf auch noch mal hochheben. Hoch das Ding. Das sind Momente, für die jeder einzelne von denen lange, lange gearbeitet und viel Schmerz, viel Leid, viele Tränen ertragen musste. An diesem Tag, an diesem Samstag, den 13. Mai 2023, wird jeder, der da unten auf dem Rasen steht und jeder, der auf den Tribünen gerade Glück erfüllt, die schwarz-weiß-grünen Fahnen schwingt, noch lange, lange zurückdenken. Sascha Hildmann. Kaum ein Trainer hat sich das in den letzten Jahren so verdient und kaum ein Trainer lässt sich die Freude so sehr ansehen. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.